Frohe Weihnachten, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am Heiligen Abend, der heute hier aus der Martinskirche in Schönstadt kommt. Mitten in dieser Pandemie, die uns in Atem hält, die uns auch Angst macht und für viele von uns sicher schwer zu ertragen ist, feiern wir heute Weihnachten. Stiller und trotzdem vielfältiger als je zuvor. Viele uns vertraute und liebgewonnene Gottesdienste können wir heute und an den nächsten Tagen so nicht feiern, wie wir das alle Jahre gemacht haben. Und an manchen Orten in unserem Kirchenkreis sind die Kirchen so klein, dass es gar nicht möglich ist, dass sich dort viele Menschen versammeln. Deshalb haben wir diesen Gottesdienst für Sie vorbereitet, damit Sie zu Hause mit uns Weihnachten feiern können. Wir, das sind Pfarrerinnen und Pfarrer aus unserem Kirchenkreis, das sind Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von unserer neuen Bezirkskantorin Annemarie Götzsche. Sie werden musikalisch begleitet von Bezirkskantor Peter Groß. Das ist der Posaunenchor hier aus Schönstadt unter der Leitung von Holger Nau, und das ist Martin Kaiser an der Orgel. Wir alle wollen Sie teilhaben lassen an der Botschaft des Engels, der uns zuruft: Fürchtet euch nicht, denn ich verkündige euch heute eine große Freude. Der Heiland ist geboren. Wir alle wollen Ihnen diese Weihnachtsfreude ins Wohnzimmer bringen und damit Licht und Hoffnung in die Dunkelheiten dieser Tage. Feiern Sie mit uns diesen Gottesdienst, beten Sie mit uns, singen Sie mit uns, erfreuen Sie sich an der weihnachtlichen Musik und hören Sie auf die Weihnachtsgeschichte des Evangelisten Lukas. Lasst uns diesen Gottesdienst feiern. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Kleines Kind in der Krippe, unendlicher Gott, du kommst zu uns, damit wir bei dir sind. Du machst die Nacht hell, damit wir dich finden. Du schenkst dich der Welt. Wir danken dir. Wir beten dich an. Verwandle uns, damit wir als deine Kinder leben, heute und alle Tage. Amen. Doch Gottes Auge wacht.
Wir hören das Weihnachtsevangelium aus Lukas 2. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Thank you.
Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Amen. Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde und in diesem Fall insbesondere liebe an den Bildschirmen versammelte und weihnachtlich Gestimmte. An diesem Abend feiern wir die Geburt des Heilands. Damit verbunden feiern wir an Weihnachten nicht die heile Welt. Wie könnten wir auch? In diesen Tagen und nach diesem Jahr, in dem so vieles aus den Fugen geraten ist und uns erschreckt hat und noch bedrängt. Nein, wir feiern nicht die heile Welt, vielmehr die Heilung der Welt. Deshalb sind viele von uns an Weihnachten empfindlicher als sonst, empfindsamer für das, was wir zum Leben brauchen. Nähe, Wärme, Geborgenheit, die sich uns Menschen eben auch vermitteln über liebevolle Berührungen uns zugewandter Menschen. Auch die Politik spürt das und gesteht uns vorsichtig mehr Gemeinschaft zu in diesen Tagen. Auch sie weiß, ein total geschütztes Leben wäre am Ende und auf Dauer keines mehr, das noch menschenwürdig und lebenswert wäre. Gleichwohl bleibt es ein Fest mit Einschränkungen, ausgebliebene Geschenke hier und da, vor allem aber fehlende Menschen und wohl kaum zwanglose Geselligkeit. Gestrichen vielfach die sonst übliche Reise zu Verwandten und Freunden, etwas kleiner die Weihnachtsplätzchen, die wir backen in diesem Jahr. Überschaubarer alles, weniger aufgeladen, ein bisschen wie früher vielleicht. Die Welt war zwar auch damals nicht besser als heute, mit den Eisblumen am Fenster und den Geschwisterkindern in einem Zimmer, einem Bett, aber vielleicht war da etwas, das wir brauchen und wiedergewinnen wollen. Das Wesentliche. Das Kind in der Krippe bringt uns das Wesentliche zurück. Wir können uns ihm zärtlich zuwenden, uns von ihm berühren lassen. Die Krippenbilder, die wir kennen, sie sind ein Zeichen dafür. In der Kirche das Modell vom Stall oder zu Hause auf der Kommode oder von den Kindern gebastelt. Es sind Bilder des Heils, der Nähe und des Ganzseins. Mit allem, was dazugehört, mit Josef und Maria, mit der winzig kleinen Babyfigur. Was habe ich sie als Kind so gern in die Hand gelegt, kaum größer als mein Daumennagel. Dazu die Tierfiguren und Hirten mit Königen und Engel und Sternen.
Nicht alles, womit wir unsere Krippen schmücken, steht auch in der Bibel geschrieben. Nicht alles wird sich wohl genau so zugetragen haben. Die Weihnachtsgeschichte ist kein Tatsachen- oder Zeitungsbericht. Die liefern, wenn es gut geht, ja nur Richtiges. Die Weihnachtsgeschichte zielt auf viel mehr, auf Wahrsein nämlich. Sie drückt in dem einen Bild von der Krippe ganz wahrhaftig die weihnachtliche Kunde aus, die an uns ergeht. Der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, so sagt sie uns, der will keinen Millimeter Abstand mehr zu uns. Von einem Social Distancing zwischen Gottheit und Menschheit will er nichts mehr wissen. Er kommt auf die Erde, wird Mensch, nackt und schutzbedürftig. Er tut dies uns zum Heil, denn dieses Kind im Stroh, es macht dein Leben einfacher, glücklicher und heil, wenn du es geschehen lässt. Die Weihnachtskrippe mit ihren Figuren zeigt uns das. Nehmen wir uns in Gedanken einzelne Teile daraus vor. Da ist zunächst der Stall. Ich stelle mir vor, durch Ritzen zieht kalte Luft herein. Die Tiere atmen Dampf aus. Sie wärmen den Stall mit ihren Körpern. Eine Ecke mit Stroh zu polstern ist nicht schwer. Tücher drüber, dann ist es einigermaßen sauber und warm. Allerdings alles andere als steril oder hygienisch nach unserem Maßstab. Spätestens als die Hirten von ihrer nächtlichen Arbeit auf dem Felde kommend auch noch hereinstolpern, wird klar, dieser Gott riskiert sich ganz und gar, setzt sich aus all dem Schmutz und Unrat, allen Gefährdungen, den viralen und den vielen anderen, die das Leben von Menschen schon immer beinhaltet hat. Kein Vergleich mit unseren Wohnungen. Strohmatratzen, das haben wir hinter uns. Doch eigenartig, viele suchen das Einfache, und zwar zur Erholung. Campingwagen, Zelt und Schlafsack. Viele haben durchaus notgedrungen, am Ende jedoch nicht selten froh über diese Erfahrung, in diesem Jahr all das wiederentdeckt. Einfachheit, improvisieren, kann auch Freude machen, weil es aufs Wesentliche zurücklenkt. O Tannenbaum aus dem alten Radio und morgens eine Rehspur im Schnee auf dem Weg zum Holz holen. Das ist Glück. Unglücklich hingegen macht die Angst vor Verlust, die zurzeit ja über uns allen schwebt, weil gewohnte Routinen nicht mehr greifen und Sicherheiten, an die wir uns sehr gewöhnt hatten, sich als trügerisch erweisen. Mehr als an jedem anderen Weihnachtsfest spüren wir, zerbrechlich ist alles, was wir haben. Arbeitsplatz, Altersversorgung, das neue Haus, ja sogar der soziale Frieden im Land. Dagegen ist der Stall in Bethlehem ein Bild des Glücks. Die Familie dort kann nichts verlieren, denn sie hat nichts zu verlieren, außer dem Leben. Das retten sie auf der Flucht nach Ägypten. Haben und nicht haben, das wechselt. Auch in dieses wechselhafte Schicksal ist der Heiland hineingeboren. Später hat er keinen Ort, um sein Haupt zu betten, obwohl sogar die Füchse eine Grube haben und die Vögel ihre Nester. Es gibt Wichtigeres als das, was du hast. Wichtiger ist, wer du bist. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Denn manchmal besitzen nicht wir die Dinge, sondern die Dinge besitzen uns. Jesus heilt von dieser Art Besessenheit. Jesus heilt die Angst vor Verlust, denn für ihn ist nicht deine Habe wichtig, sondern wer du bist. An der Schwelle zu diesem neuen und ungewissen Jahr eine ermutigende Botschaft, die der ärmliche Stall da für uns bereithält. Maria und Josef, in den Weihnachtskrippen oftmals als kniende Figuren, sie wenden sich Jesus zu andächtig. Das Drumherum ist vergessen, der Zauber eines neugeborenen Kindes breitet sich aus. Der Zauber, der jedes Neugeborene umgibt. Denn ein jedes Kind ist ein erlösendes Geschenk, ist ein Messias. Kaum eine Erfahrung bringt uns inmitten von Schmerzen, Tränen und Blut so nahe mit der Heiligkeit des Lebens in Kontakt, wie das Geschenk, sein Neugeborenes in Händen zu halten. Ganz gleich,
ob Mann oder Frau. Und doch, hier geht es um mehr als um Familienglück. Später hören wir von Josef in den Evangelien nichts mehr. In manchen Krippenbildern fehlt sogar seine Figur. Familie haben oder nicht haben, auch das ist wechselhaft. Wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter, sagt Jesus später. Keiner verspricht uns vollständige Familien, aber Jesus verspricht uns Heimat in der Familie der Kinder Gottes. Zu einer Krippe gehören auch die Tiere, Ochs und Esel und Schafe. Strecke einem Kälbchen die Hand hin, damit es daran saugt, und dann weißt du, wovon wir leben. Unsere Nahrung ist Leben, das uns geschenkt wird. Und jedes Tier hat seinen Wert und seine Würde. Das Gefühl dafür, das kann sich verlieren im Laufe der Zeit. Die meisten Kinder aber sind noch Tierfreunde. Welches Kind steht nicht da wie verzaubert, wenn das Kälbchen im Stroh liegt oder das Fohlen die Flasche kriegt? Und welches Kind lernt nicht als eins der ersten Worte, wow, wow? Menschen brauchen Tiere, nicht umgekehrt. Wenn Kinder aggressiv sind, verwahrlost und gestört, dann verschreiben kluge Ärzte als Medizin einen Hund. Tiere geben nicht nur Nahrung, sie können Seelenretter werden. Und zwischen den Tieren ist der Heiland geboren. Mit ihnen ist er aufgewachsen, durch sie predigt er sogar, nennt er sich doch den guten Hirten, der das verlorene Schaf sucht, dich und mich. Auch wenn du wie ein Schaf in die Irre gehst, stur bist wie ein Esel oder andere dich auch schon mal Hornochse genannt haben, Jesus bringt uns zurück zur Gewissheit, du bist geliebt von Gott, der dich schuf. Das heilt die gekränkte Würde. Deinen Wert bei Gott, den kann dir keiner nehmen. Schließlich, was wäre eine Weihnachtskrippe ohne Hirten und Könige? Millionäre und Habenichtse. Plötzlich sind sie auf gleicher Stufe, die Knie gebeugt, anbetend vor dem Kind. Der Heiland in der Krippe vereint die, die sich sonst niemals treffen. Im Stall werden die einfachen Leute große Augen gemacht haben, als die Besucher aus dem Morgenland Weihrauch, Gold und Myrrhe brachten, die kostbarsten Luxusgüter ihrer Zeit. Und ich habe mich oft gefragt, warum hört man dann nicht, dass die heilige Familie reich geworden sei? Von dem Geld hätten sie sich eine Existenz aufbauen können in Ägypten, wohin sie flohen. Doch sie leben Jahre später als einfache Handwerkerfamilie in Nordisrael. Jesus verlässt die Zimmermannswerkstatt und kündigt Gottes neue Welt an. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Und was er sagt, das beginnt schon bei seiner Geburt. Die Armen und die Reichen kommen zum Stall. Sie müssen erkennen, wir stehen alle unter einem Dach, wir sitzen alle im selben Boot. Die Weihnachtsgeschichte weiß um diese Logik. Die Menschen der Bibel hatten ja durch bittere Erfahrungen lernen müssen, was geschieht, wenn die soziale Ausgewogenheit langsam aber sicher ins Wanken gerät. Und auch bei uns verschärft die derzeitige Krise die Gegensätze. 10% der Reichsten besitzen mittlerweile über 60% aller Vermögenswerte. Wohingegen die untere Hälfte der Menschen hierzulande sich ein einziges Prozent teilen müssen. Schon die Propheten des Alten Testaments mahnen ihr Volk, Besitz muss einigermaßen gerecht verteilt sein, sonst schadet es auf Dauer allen, sogar denen, die viel Geld haben. Und warum also sind nun Jesu Eltern nicht reich geworden? Eine Antwort steht nicht in der Bibel. Aber es könnte darin stehen, wie Maria und Josef die Geschenke mit den Hirten teilen. Dann wären Weihrauch, Gold und Myrrhe wirklich die ersten Geschenke, die das Christkind bringt. Geschenke, die an diesem Tag aus einer Gesellschaft eine Gemeinschaft machen. Das Zertrennte wird geheilt vom Kind im Stall. Ist nicht auch das für uns eine Perspektive, die es wieder zu entdecken gilt? Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuhörer, Gott riskiert sich ganz und gar. Er kommt uns nah in diesem Kind. Er besteht nicht mehr auf Abstand zwischen Gott und Mensch. Er kommt dabei nicht in eine heile Welt, aber er kommt, uns zu heilen.
damit wir unsere Würde wiederfinden. Und wären wir auch manchmal Schaf, Ochs oder Esel. Damit wir nicht übersehen, wo wir Heimat finden. In der Liebe nämlich, ob wir Familie haben oder nicht. Damit wir frei werden von Verlustangst. Denn nicht, was wir haben, Haus oder Stall, ist wertvoll bei Gott, sondern was wir sind. Damit aus einer Gesellschaft Gemeinschaft wird, aus Hirten und Königen. Am heiligen Abend kommen wir zur Krippe, gelockt von einer frohen Botschaft, die wir bitter nötig haben am Ende dieses Jahres. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Dort an der Krippe das Leben finden, es wiederfinden, rund und ganz in diesem Kind, in der Stille. Das kann Gottes Anfang sein mit uns. Denn noch immer kann alles neu werden. Vertraut darauf. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Bruder. Amen. Wünsche bringen wir für dich, unseren Gott, dass Friede auf Erde werde, Friede zwischen den Völkern, Friede unter Nachbarn, Friede in den Familien, dass Freude sich ausbreite, Trost für die Traurigen, Mut für die Schwermütigen, Hoffnung bei den Unglücklichen, dass Gerechtigkeit einkehre, Gerechtigkeit zwischen Arm und Reich, Gerechtigkeit für die Hungernden und Gerechtigkeit für die Verfolgten. Unsere Weihnachtswünsche bringen wir vor dich, Gott, denn so grenzenlos unsere Wünsche sind, so weit reicht deine Liebe zu uns. Du hast sie erfüllt im Christus, dem Licht der Welt. Deine Herrlichkeit gehe über uns auf. Herr unser Gott, vieles bringen wir mit in diesen Gottesdienst. In der Stille bringen wir es vor dich. Und wir fassen unsere Gebete zusammen, wie der Christus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name,
Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmt in diese heilige Nacht den Segen unseres Gottes mit. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.